Gemeindewohnungssanierungen in Leoben. Rund 2500 Wohnungen werden von der Stadt Leoben vergeben und auch betreut. Viele davon sind in die Jahre gekommen, so wie beispielsweise hier am Lerchenfeld. Vor 4 Jahren begann die Stadt mit einem umfangreichen Sanierungsprogramm. Bis dato wurden rund 5 Millionen Euro investiert, 194 Wohnungen wurden saniert. Wir haben in Summe 2500 Gemeindewohnungen. Viele sind natürlich aus der Nachkriegszeit, haben nicht mehr die Standards, die wir heute erwarten. Und ich glaube, auch wenn die Geldbörse etwas kleiner ist, kann man trotzdem menschenwürdig und angenehm und modern wohnen, wo man sich als Mensch wohlfühlen kann. Ab sofort erhalten alle zu sanierenden Wohnungen eine neuwertige Ausstattung mit zeitgemäßen modernen Materialien. Rund 40 Wohneinheiten hat man sich fürs Jahr vorgenommen. Investitionssumme pro Jahr rund 1,5 Millionen Euro. Wir haben Experten beigezogen. Wir bieten unterschiedliche Lösungen an, moderne Materialien, Umbau der Wohnungen, Zentralheizung sollte eigentlich Standard sein, ist aber noch immer nicht Standard. Es gibt noch immer Leute, die ihre Gasflasche oder die Ölkanne mit nach Hause nehmen oder feste Brennstoffe. Das soll früher oder später der Vergangenheit angehören. Wir wollen also die Kategorien anheben. Und trotz der höheren Wohnqualität ist es für die Verantwortlichen wichtig, den Fokus auch weiterhin auf einen günstigen Mietzins zu legen. Ja, natürlich sind wir bestrebt, dass wir in Leoben leistbaren Wohnraum haben, speziell im Bereich des Gemeindebaus. Und wir haben derzeit eben einen Mietpreis von 3,84 Euro für Kategorie A-Wohnungen, wobei der Kategorie-Mietzins in der Steiermark weit 7,40 Euro wäre. Das bedeutet für eine neu renovierte 50 Quadratmeter Wohnung rund 390 Euro. Wer jetzt Interesse hat, nähere Infos gibt's bei der Stadtgemeinde oder im Web unter www.wohnen-leoben.at.